Pizza, Apfelschorle, jeden Abend das Gleiche. Wie kann dieser Gin nur diesen Biss haben? Ich verstehe es einfach nicht. Ich wünschte mir wirklich nur einmal einen Tag als Jill zu erleben. Es wäre einfach mein größter Wunsch. Ich glaube ganz fest dran. Was? Warum klingelt der Wecker, verdammt? Scheißding. 9 Uhr, das ist jetzt Zeit zum Schlafen gehen, Mann. Verdammt. Nix Frisches zum Antin am Start, ey. Warte mal. Naja. Ich glaube, ich drehe sie einfach mal auf links. Das fällt schon keinem auf, denke ich mal. Das ist einfach nicht meine Uhrzeit. Welcher normale Mensch steht denn jetzt auf, Mann? Lass mich schlafen. Schon 8 Uhr? Ich muss aufstehen. Fuck, wo bin ich? Was mache ich hier? Scheißendreck. Erstmal Körperpflege. Na, ich bin Athlet. Ein bisschen Zähneputzen, aber... Naja, ohne Zahnpasta. Ach, scheiß drauf. Ich esse einfach ein paar Kaugummis, aber... Egal. Ein perfekter Körper benötigt die perfekte Pflege. Jawohl. 110% Zahnpasta ist vorbereitet. Sauber. Yeah. So, Dusche. Wasser geht an in 3, 2, 1. Perfekt. So stelle ich mir es vor. So, erstmal einen kleinen Formcheck nach der Dusche. Ja, Mann, Alter, was für eine kranke Off-Season-Form, Alter, das ist für einen der tierischste Shred. Jetzt erstmal auch nicht das Frühstück, aber nach Kaffee ist schon wieder nicht fertig, nie habe ich Kaffee-Pads. Ich komme erstmal ein richtiges Frühstück für Champions, erstmal wegzischen das Ding. Herrlich, so eine Erfrischung am Morgen. Lecker, lecker. Ach, verdammt, ich habe doch meinen Followern erzählt, dass ich nicht mehr rauche. Na egal, scheiß drauf. Das Feuer geht eh nicht. Jetzt erstmal lecker Haferflocken mit dem Designer Way von ESN. Fuck. Die Milch kann ich hier gar nicht bewerben, Mann. Der Kaffee ist bereits fertig, so lobe ich's mich. Bin einfach der Geilste. Na, wollen wir mal schauen. Ich hab sicherlich ein bisschen Food Prep am Start, oder? Ich hätte doch Nudeln oder so, oder? Nudeln? Ja, gut, die sind von Donnerstag, aber... Na, das ist ein bisschen älter, aber lieber nicht. Ich hab doch immer was Gutes am Start, und zwar... Müslis, aber naja gut, aber Milch habe ich nicht dabei. Letztendlich geht es ja um die Makros. Ich meine, Oldschool bleibt Oldschool und scheiß drauf, ich esse den Kram einfach trocken. Oh, delicious. Rein damit, ne? Hauptsache der Pump steht. So, ich muss mich mal anziehen. So, heute ist Freitag, also Leg Day. Vorbereitung ist alles. Vorbereitung ist die halbe Miete, Mann. Smilodogs Outfit on Fleek, boy. Zum Glück kann ich alles tragen, was für ein Trendsetter. Hashtag 23, 24, 25. Saftig, Digga. Die ersten 25 To-Dos für heute bereits erledigt. So, schauen wir mal, was der Sai noch so an To-Dos offen hat. Ach, sich bei Jill entschuldigen. Unerledigt, ja? Ab an die Taskliste. Was habe ich denn? Gemecker von Jill anhören? Naja, Gemecker. Check. Postfächer clean. Naja, bin ich noch dabei. Mal gucken, was die anderen so machen, denke ich mal. Ich glaube, das ist am wichtigsten, wenn man weiß, wo man auf dem Markt platziert ist. Katzen, tanzen, zur Musik. Hey, guck mal, da sitzt eine Katze. Guck mal, was macht sie denn jetzt? Sie steht auf. Guck mal, die Katze kann... die Katze. Guck mal da. Oh. Guck mal, auf zwei Füßen. Zum Glück habe ich schon mal hier meinen Shake vorbereitet. Ich glaube, der ist von gestern, oder? Boah, hässlich. Naja, ich schaue mir lieber die Katzen wieder an. Guck mal, wie süß. So, dann mache ich mich mal bereit für den Tag. Boah, naja, aber... Wer riecht schon auch dran, außer ich? Wird schon keinem auffallen. Dann zieht er direkt mal das neue Smiledogs Camouflage-T-Shirt an. Ich trage in dem Fall größte XXL. Und selbst das sitzt eng. Ab zum Jellinger, würde ich sagen. So, Atomics Nummer 1. Link in der Beschreibung. Hoffentlich fällt das Chill nicht auf, dass ich völlig besoffen bin. Oh, dabei habe ich doch Besserung gelobt. Na, egal. Ich mache mich mal auf den Weg. So eine Scheiße. So ein Holzkopf, Alter. Der kann sich warm anziehen, Mann. Wann kommt der Pfosten eigentlich mal? Er wollte schon längst hier sein. Sicher wieder am Nasepopeln, dieser Nichts noch.
Simon, jetzt komm doch mal endlich ran. Ich hab keinen Bock mehr auf alles zu warten. So ein Scheißhaufen hier, ey.